Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Device MicroPitch oder MicroPitch. Und was das ist und wie man das benutzt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist das MicroPitch oder das MicroPitch Device, je nachdem wie man das aussprechen mag. Und man erkennt schon eine ganze Menge. Das hat hier natürlich wieder einen Ausschalter. Dann hat es hier einen Preset-Knopf, der sehr interessant ist, weil sich hier eine ganze Menge Presets für das Device nämlich verstecken. Und dann gibt es natürlich die Fernsteuerung und nicht. Und die Modulatoren, die man hier auch einsetzen kann. Und dann sieht man hier auf dem Device erstmal so eine schematische Übersicht von einer Klaviatur. Hier oben geht es mit dem, beziehungsweise hier unten geht es mit dem Grundton los. Dann C3, das wäre jetzt zum Beispiel eine weiße Taste hier. Hier analog. Haben wir hier die weißen Tasten, die sich hier verstecken. Wird hier auch nochmal angemalt, wie die heißen. Und hier wären die schwarzen Tasten 2 und 3. Wenn ich das jetzt hier ein bisschen größer kriege, genau, dann sehen wir nämlich auch hier auch nochmal die Bezeichnungen, die sich hier wieder überschneiden. So, mit dem MicroPitch kann ich jetzt jede einzelne Note in Cents verschieben. Das heißt, außer jetzt dem Grundton, den müsste ich dann separat nochmal verschieben. Das heißt, wenn ich hier jetzt das E spiele, oder nehmen wir das hier, mit Doppelklick kriege ich es wieder hin. Und man sieht auch schön visualisiert, wie sich das E hier in die eine oder in die andere Richtung bewegt. Und das kann ich mit allen Tönen hier machen. Das heißt, wenn meine Tonleiter im Moment so klingt, kann ich die einfach jeden Ton verändern lassen, egal welche Oktave das jetzt im Endeffekt ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach mal so vor mich hinspiele, habe ich so meine eigene kleine Tonfolge gemacht. So, dann machen wir das hier vielleicht wieder auf den Standardeinstellungen laden. Macht er das nicht? Standardeinstellungen laden. Sieht eigentlich anders aus, deshalb lade ich das nochmal neu. Könnte jetzt an der Beta liegen, dass das so ist. So, und jetzt gibt es hier auf der Seite noch zwei weitere Knöpfe, Drehregler. Und das eine ist hier 440 Hertz. Die Profis erkennen sofort und es steht auch unten drunter, 440 Hertz ist das A3. Und das A3, wenn ich mich nicht alles täusche, ist der Kammerton. Und darauf bauen sich eigentlich so die modernen Tonleitern auf. Das heißt, man hat sich irgendwann mal darauf geeinigt, dass das A bei einer Frequenz von 440 Hertz liegt. Und bevor man das gemacht hatte, gab es halt dann, die einen haben halt bei 430 gespielt oder bei 415, die anderen bei 460 oder wie auch immer. Und es war nie so ganz so klar, mit welcher Stimmung oder mit welchen Hertz das gespielt hat. Und irgendwann hat man sich darauf geeinigt. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das dann auch, das müsste auch das wohltemperierte Klavier gewesen sein. Das nennt man so, weil das Klavier genau auf 440 Hertz normalerweise eingestimmt ist. Und ich glaube, die Klaviere waren so einer der ersten, schlagt mich nicht, wo das eingesetzt worden ist. So, und rechts nebendran der Drehregler, der bestimmt einfach, wie stark diese Veränderung überhaupt zum Tragen kommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwas lade, das hier, hört man schon, okay, das ist jetzt nicht ganz so die Originaltonleiter, aber mit dem Amount hier kann ich einfach sagen, wie stark das hier überhaupt zum Zuge kommt. Wenn ich den auf 100 habe, hört sich das so an. Wenn ich den jetzt auf 0 mache,
habe ich eine ganz normale Tonleiter. Ich drehe das jetzt einfach mal von 0 auf 100%. So, machen wir das hier wieder zurück zur Ausgangslage. So, jetzt hat dieses Micro-Pitch-Device im Inspector noch eine weitere Option, diese Mode, und die steht standardmäßig auf 12 Modes, 12 Notes. Und dann gibt es noch die Edo. Und Edo ist, da muss ich jetzt gerade mal gucken, Equal Division of the Octave. Das heißt, die Oktave wird in diese Töne gleichmäßig aufgeteilt. Das hat wieder so ein bisschen musiktheoretischen Hintergrund, weil man hingegangen ist und bei der diatonischen Tonart oder Tonleiter hat man einfach gesagt, okay, die Halbtonschritte sind C, Cis, D oder D, Des, C. Und das Cis und das Des klingen in der diatonischen Tonleiter genau gleich, aber in der, jetzt weiß ich den Namen gerade nicht, wie die andere hieß, gibt es einen Unterschied zwischen dem Cis und dem Des. Die klingen einfach unterschiedlich, weil das unterschiedliche Frequenzen sind. Aber man hat sich einfach hier irgendwann mal drauf geeinigt, sodass das Cis und das Des halt genau gleich klingt, und das ist bei allen Halbtonschritten genauso. So, und dieses Edo, das teilt eben dann die 12 Töne genau gleich auf, sodass ich auch zwischen Cis und Des, wenn ich spielen könnte, fällt mir gerade auf, ich kann kein Cis und Des spielen, weil ich nur eine einzige Taste habe. Ich müsste zwei Tasten dafür haben. Das kann ich leider mit meiner Tastatur nicht spielen. Aber hier kann man eben zum Beispiel auch nochmal das Intervall aufteilen, wo man das aufteilen möchte, und eben die Division auch nochmal aufteilen. Das heißt, man kann hier richtig viel unterschiedliche Tasten machen. Ich könnte vielleicht sogar, wenn ich hier 24 eingebe, nee, geht auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich vielleicht dann zwei Oktaven benutzen kann, um dann Cis und Des zu spielen. Geht aber auch nicht. So, das heißt, hier im Inspector kann ich eben zwischen 12 Noten und Edo, also dieser gleichmäßigen Verteilung über das Intervall, einstellen. Und wie gesagt, gibt es hier eine ganze Menge Presets, die sehr interessant sind. Und was das MicroPitch-Device noch kann, es kann Scala-Files laden, also Scala-Dateien, SCL-Dateien. Scala ist ein relativ altes Programm. Es ist so alt, dass in der Beschreibung noch Macintosh statt Apple steht, aber dafür ist es erhältlich für Windows, Macintosh und Linux. Und es ist auch kostenlos. Und man kann sich von der Homepage, die werde ich in der Beschreibung verlinken, kann man sich auch Archive mit verschiedenen Tonleitern runterladen, auch frei. Das ist, glaube ich, auf der Webseite steht, glaube ich, bis zu 4000 Tonleitern oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig gelesen habe. Einzige Einschränkung bei dem MicroPitch-Device ist, dass das Device nur 12 oder 7 Tonstufen liest. Also es gibt auch Tonleitern oder Tonstufen, die haben mehr oder weniger, aber das Bitwig-Device lädt nur 12 oder 7-stufige. Die kann man ganz einfach reinladen mit Drag and Drop, zieht man aus seinem Dateibrowser heraus. Ich habe jetzt hier mal, was ist das? Chin Bin Song reingeladen, und das ziehe ich jetzt einfach hier rein und lasse das hier einfach fallen mit Drag and Drop, und schon sind die Werte hier drin. Und wenn ich das hier jetzt abspiele, oder wieder das Original, kann man eben da die eigene Tonleiter noch weiter erweitern. Und natürlich kann man auch hingehen mit den Modulatoren hier richtig schön Schnickschnack treiben und die einzelnen Töne variabel verändern lassen. Entweder zum Beispiel mit einem LFO, dann kriegt man so ein schönes Leiern rein, wenn man einen Ton spielt. Dann haben wir hier das F. Das ist ein bisschen viel geleiert. Ja.
zum Beispiel, oder man kann natürlich auch einen Random, also einen Zufallswerteschmeißer nehmen. Machen wir den mal aufs G und den machen wir auf Note Trigger. Ich drücke immer nur das G gerade. So, jetzt spiele ich F, G, A und wieder zurück. Sieht es hier ja auch schön. Also F ist auch nochmal. Ich will vielleicht das F wegmachen. So, und dann kann man eben schöne Sachen machen oder einfach sagen, okay, der Effekt soll jetzt nicht so wahnsinnig heftig sein, sondern nur so ein bisschen. Dann kann ich das hier mit dem Amount-Wert noch regeln oder wie gesagt hier die komplette Stimmung hier verändern. Gleich mal die Stimmung kaputt machen hier. Und ja, das ist schon das ganze Device. Was vielleicht noch ein kleiner Hinweis dazu ist, wir haben ja hier nicht nur den Micro-Pitch, den wir hier mit dem Device verändern können. Ich mache gerade mal den Modulator weg, der irritiert mich irgendwie. Sondern man kann das ja auch hier direkt für jede einzelne Note machen. Und zwar geht man hier dann einfach hier in die Bearbeitung der Micro-Pitch-Expressions. So muss man hier nicht eine ganze Skala verändern, sondern kann das auch mit einzelnen Noten machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach so zwei Punkte setze und einen zum Beispiel hochsetze und lasse das mal abspielen. Und mache das hier mit dem zum Beispiel. Und kann das dann für jeden Ton separat machen, in unterschiedlichen Abstufungen und mit den üblichen Bitwig-Gegebenheiten. So. Das nur als kleiner Hinweis zu den Micro-Pitches pro Note. Gibt es eben noch das Micro-Pitch-Device, wo ich halt so generell über alle Noten das, die Skala verändern kann. Das war es jetzt aber wirklich und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und war vielleicht auch hilfreich. Wenn ja, drückt den Daumen, lasst einen Daumen da, drückt die Glocke, abonniert den Kanal, kommentiert. Ich freue mich über jeden Kommentar, versuche auch jeden Kommentar zu beantworten und wenn ihr Fragen habt, versuche ich das zu recherchieren. Oder wir können das auch mal zusammen an einem Livestream Donnerstag machen und würde mich freuen, wenn ich euch da begrüßen dürfte. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.